Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich bin heute Babysitter. Auf eine etwas andere Art und Weise. Denn wir spielen The Baby in Yellow. Und das ist wohl irgendwie ein Horrorspiel. Wir lassen uns davon allerdings gar nicht beeindrucken und tun einfach so, als wäre es ein ganz normales Babysitter-Spiel. Hi! Schöne Augen. Was blinkt denn da hinten so? War das jetzt gut oder schlecht? Wir tun einfach mal so, als ob das gut war. Und wir tun auch einfach mal weiter so, als wäre das hier ein ganz normales Spiel. Wir können das Baby nehmen. Können wir das Baby einfach nach draußen kicken? Das war's mit dem Video. Der Kleine kommt wieder mit rein, wir schließen die Tür und setzen den Idioten auch wieder hier rein. Denn wir haben oben links, da wo eigentlich meine Facecam ist, haben wir Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und da steht als allererstes, dass wir mal die Flasche aus dem Kühlschrank holen sollen. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mal hier raus. Kühlschrank machen wir natürlich wieder zu, damit der ganze Wurstkrams da drin nicht abläuft. Und du steckst jetzt einfach ein schönes Bierchen ins Maul, ne? Hat der gerade gefurzt? Baby zum Wickeltisch bringen. Alles klar, Bro. Bringen wir den kleinen Racker doch einfach mal... Langsam wird's gruselig. Ich hab so Schiss, dass der abhaut. Das ist immer so. Wenn man so ein Spiel spielt. Okay. Wir tun so, als wäre es ein ganz normales Babysitter-Spiel. Er bleibt sitzen. Alles easy. So, wo haben wir eine Windel? Hier sind keine. Hier unten drin können wir es irgendwie aufmachen. Auch nicht. Wir haben... Oh! Ich bin raus. Kann es denn sein, dass der gerade noch hier saß und jetzt weg ist? Will mich nicht umdrehen. Okay. Ich weiß, jetzt kommen wieder übel viele in den Kommentaren an. Luca, ich habe 20 Milliarden Spielstunden im Horror-Dämon Teil 3. Ist mir scheißegal! Ich hasse sowas! Ich schwitz schon! Das ist allerdings nur halb so schlimm, denn ich hab Air ab! Um meinen Körper zu hydrieren. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das ist eine komplett normale Wasserflasche. Ist aber nicht! Also, das hier ist schon ganz normales Wasser, aber es schmeckt nicht so. Und das ist das Kranke an der ganzen Geschichte, denn man hat hier oben Duftpots drauf. Ich für meinen Fall zum Beispiel gerade heute Mango Passionsfrucht. Es gibt noch ganz viele andere, ne? Es gibt noch Kirsche, es gibt Peach, es gibt Cola, es gibt Zitrone, es gibt Apfel, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Geschmäcker. Und wenn ihr diesen Duftpot einfach ein bisschen nach oben zieht, könnt ihr einfach saugen. Und ihr denkt, ihr trinkt irgendwas mit Mango-Geschmack. Aber es hat keinen Geschmack. Es ist ganz normal euer Wasser. Ihr könnt da Sprudel reinmachen, ihr könnt da naturell reinmachen. Es ist komplett egal. Euer Gehirn denkt, ihr trinkt was mit Geschmack, tut ihr aber nicht. Das wird nur durch diesen Duftpot erzeugt, weil die Luft zirkuliert und ihr nehmt es auf in Rachen und euer Gehirn denkt sich, boah, geil, was mit Geschmack, ist es aber nicht. Ich weiß, dass das übers Video so schwer darstellbar ist, aber es funktioniert wirklich brutal. Testet es einfach mal. Also es ist wirklich... Es ist verrückt. Wenn ihr Bock habt, das Ganze mal auszuchecken, dann schaut in der Infobox vorbei. Da findet ihr einen Link zu Air Up. Dankeschön fürs Sponsoren des heutigen Videos. Und wir müssen jetzt bei diesem verdammten Baby mal nachsehen, was da Phase ist. Wir tun so, als wäre es ein ganz normales Wickelspiel. Nimm die Eier in die Hand und lauf in den Raum. Oh, hi. Alles gut. Es ist völlig normal, dass ich ein Baby teleportieren kann. Wir klicken jetzt einfach mal auf Baby wechseln. Und sollen jetzt das Baby ins Bett bringen. Ich denke mal, die Betten sind oben, denn unten war kein weiterer Raum mehr.
Sorry, ich dachte, ich kann mit Linksklick da rein, aber der Raum ist gesperrt. Da das hier allerdings anscheinend der Waschraum ist, würde ich sagen, schließen wir den erstmal, denn wir müssen ja ins Schlafzimmer. Das müsste ja dann hier vorne sein. So, leg du dich mal hier hin. Was haben wir als nächste Aufgabe? Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Typ kann sich teleportieren, aber braucht eine verdammte Geschichte zum Einschlafen. Hier liegt auf jeden Fall ein Buch namens Der Prinz und die Katze. Und da setze ich mich jetzt mal hier hin und lese dir was vor, mein Junge. Also, Seite Nummer 1. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince... Deutschland Schnauze. Sie gingen durch das goldene Tor, schau die schönen Bäume, bla bla bla. Als der Prinz mochte ihn gar nicht, fing an Bäume zu fällen, okay, oh! Ist irgendwas passiert? Oh! Oh, wie süß! Wie süß! Du Bastard. Auf Eltern warten, auf dem Sofa fernsehen. Wir tun so, als wäre es ein ganz normales Babysitter-Spiel. Von daher, taken wir ein Seat und chillen auf dem Sofa. Oh nein. Oh nein, wir schlafen ein. Oh nein. Ich gehe da jetzt nicht hoch. Ich habe die Tür zugemacht eigentlich. Wie kann das sein? Wie kann dieses kleine Kind, das kommt bis hier, wie kann das überhaupt den Türknauf betätigen? Na gut, es kann sich auch teleportieren. Wir müssen jetzt also das Baby suchen und es wieder ins Bett bringen. Hier ist niemand. Der Raum ist immer noch gesperrt. An der Decke klebt auch keiner. Willst du mich verarschen? Schlaf jetzt, das richtige Plüschtier. Oh mein Gott. Hier, nimm Babyplüschtier. Willst du nicht? Was denn? Willst du eine Gummiente oder was? Auch nicht. Boah, ich kotze. Ein Fickhasen. Auch nicht. Komm, nimm alle. Du willst keins von denen, die ich dir gegeben habe. Ja, Pech. Hier ist keins mehr. Ich will mein Plüschtier. Okay, ich schau weiter. Gehen wir also mal wieder hier raus. Gucken mal hier. Ist auch nichts. Immer noch abgesperrt. Gehen wir runter. Immer noch gesperrt. Schauen wir mal, ob hier irgendwann Plüschtier ist. Regelt. Auch keins. Ich suche ein Plüschtier. Kann er nicht einfach eine Scheibe Toast nehmen? Gute Nacht. Ich gebe ihm jetzt nochmal jedes Kuscheltier. Den will er nicht. Den habe ich dir doch schon reingeworfen! Gehen und Tür schließen. Alles klar. Chillen auf dem Sofa fernsehen. Okay, das ist die entspannteste Aufgabe, die wir mal haben. Ich mache auch mal hier jetzt die Tür zu, damit alles seine Richtigkeit hat. Und wir chillen uns wieder hin und schauen uns eine super tolle Serie an, denn wir schauen heute Orange. Oh nein, nicht schon wieder einschlafen. Nicht schon wieder einschlafen. Ich will's gar nicht. Nein, 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 nein. Ich will gar nicht. Ich will nicht. Ich habe jetzt schon Angst, was passiert. Wir haben die erste Nacht überstanden.